Also, die Cedar-Tonleiter, die befindet sich an verschiedenen Stellen in dieser Welt. Und zwar brauchen wir, ihr habt vorher die Fingerübung gemacht. Tang, tang, tang. Erster Bund, erster Bund. Erster Finger, zweiter Finger, dritter Finger, vierter Finger, erster Bund. Das hier, erster Bund, zweiter Bund, dritter Bund. Ja, richtig schön hinlegen. So, also wir machen es mal ganz langsam. Die Cedar-Tonleiter fängt an mit diesem hier. Das ist die 3 oder der Ringfinger. Ihr kennt ihn ja schon öfter. Ihr habt ihn ja schon euer ganzes Leben lang. So, der rutscht ins dritte Bund auf die A-Seite. Ja, ich versuche es mal hier zu demonstrieren. Die dritte Bund A-Seite. Da ist er. Da gehört er hin. Schön dicht ans Bundstäbchen ran. Ja, die Seiten sind hier am Anfang weit auseinander, die Bunde. Und dann spielen wir mal ein schönes C. Einzeln mit Wechselschlag. Wenn ihr wollt, auch mit Plektrum. Sehr schön. Dann lasst ihr mal alle Finger weg. Wir brauchen mal eine Leerseite. Und zwar die nächste, die D-Seite hier. Die hier. Leerseite. Jetzt kommt der zweite Finger, wenn wir Glück haben, auf diesen Ton. Auf die D-Seite. Dann haben wir den nächsten Ton. Dritter Bund. Ringfinger, Leerseite. Zweiter Finger. H, Leerseite. Und der letzte wäre das C. Und schon geschafft. Also, die ist unheimlich wichtig. Man kann so viele Sachen mitmachen. Nochmal langsam. Also, wir fangen an. Mit dem C auf der A-Seite, drittes Bund. Leerseite D. Dann kommt E, zweiter Finger, zweites Bund. Dann kommt F. Leerseite G. Super. Gleich geschafft. Noch ein A auf der G-Seite. Mal zu später. H. Und ihr seid durch C. Also nicht hier so, sondern schön dicht am Bundstäbchen. Und wenn man sich die C-Dur-Tonleiter schon gemerkt hat, habe ich euch schon erklärt. Spielen wir nicht. Also, letzte Mal C-Dur-Tonleiter üben 100 Mal täglich vorm Abendbrot. Wie immer, wenn es zu schnell war, zurück, Zeitlupe. Das war's, die C-Dur-Tonleiter. Ihr könnt die C-Dur-Tonleiter. Nicht schlecht, oder?